herzlich willkommen zu Kurzgeklöpft. Hallo Mitch. Hallo Sandra, grüß dich. Wir haben es heute mal umgedreht, ja. Weil heute du hab eine ich Story was zu erzählen hast. Ja, leider. Ja. Na gut, ganz so schlimm ist es ja nicht. Also es ist schon, ja, aber es hat sich ja alles zum Guten gewendet. Ja, ja, es hängt mir immer noch in den Knochen. Ja, ich war in der vergangenen Woche geschäftlich. Ich finde, wir können das jetzt noch weiter rauszögern, damit die Hörer so richtig gespannt sind. Worum geht's denn überhaupt? Was hängt ihm in den Knochen? Und was ist gut ausgegangen? Und überhaupt und sowieso. Und warum war die Polizei und die Feuerwehr involviert? Ja, siehst du, ich sehe, du kannst das gut noch steigern. Sehr gut. Okay, und jetzt fängst du ganz am Anfang an. Genau. Nein, es ist ja ein Kurzgeklöpft. Vor gar nicht allzu langer Zeit. Nein, also es war so, dass ich letzte Woche beruflich in Eisenach war, im schönen Osten. Und dort am Firmenhauptsitz von uns unterwegs war. Da sind natürlich auch Hunde erlaubt. Und so kam es, dass Niki mit im Büro war. Gibt es auch noch einen zweiten Bürohund, der da lebt und im Endeffekt das Leben bereichert von allen, die dort arbeiten. Ja, und irgendwer hatte dann beim Arbeiten unten, das ist ein mehrstöckiges Gebäude, die Terrassentür geöffnet und dabei dann munter telefoniert. Alle waren irgendwie im Film und auf einmal merke ich, wo ist mein Hund? Was erstmal gar nichts so Außergewöhnliches ist, weil die geht schon mal überall gucken und lässt sich nochmal da streichen und so weiter. Und auf einmal wusste aber niemand mehr, wo sie ist. So, und dann bin ich erstmal raus und das Ganze befindet sich mitten in einem Industriegebiet. Drumherum sind sehr viel Feld und Wiesen, was schön ist. Auf der anderen Seite aber leider ganz, ganz viel Industrie. Da ist auch unter anderem Opel und eine Schnellstraße und so weiter. Und Niki war nicht da. Und Horror. Ja. Und dann denkst du erstmal, okay, die liegt jetzt hier irgendwo unterm Tisch oder sowas. Und dann alle nacheinander abgeklappert. Ne? Sag mal, hast du meinen Hund gesehen? Hast du Niki gesehen? Nö, irgendwie nö. Ja, heute Morgen und. So, und dann, dann ging es aber direkt los, was super süß war, dass alle direkt mit in der Alarmbereitschaft waren. Wirklich, der Andreas ist direkt ins Auto gesprungen, hat dann die Straßen abgefahren im Industriegebiet. Ich bin dann erstmal in das Stück gegangen, wo ich geglaubt habe, wo sie am ehesten ist, weil da ist diese Wald und Wiese, ne, wo ich auch immer mit ihr spazieren gehe, wo ich dachte, okay, vielleicht da wird sie ja wohl wenn hinlaufen. Und der René ist direkt zum Auto gewandert, hat eine Drohne ausgepackt, um über digitale Luftaufnahmen zu gucken, wo sie denn dann ist. Und sie war einfach nicht auffindbar. Wir haben dann telefoniert miteinander alle und bist du schon da lang und nee, keine Ahnung, wo Darf sie ich ist. Darf ich erwähnen, dass du der absolute GPS-Tracker-Freak bist? Klammer auf, in dem Moment lag das GPS-Halsband, weil es leer war, zum Laden im Wohnmobil, was vor dem Büro geparkt war. Ja, ich wollte das nur so anfügen. Okay. Ja. Ja, du hast mich ja bekommen. Ich weiß ja, dass du gar nicht so ein GPS... ne? Ich finde die praktisch, wenn sie am Hund sind und funktionieren. Ich habe halt keine, aber ja. Ja, und was geht dir dann durch den Kopf? Dann denkst du dir, scheiße, die ist irgendwo Schnellstraße platt gefahren, keine Ahnung, irgendwer hat die mitgenommen oder irgendwas dramatisch, ne? So, alles blöd. Und dann habe ich irgendwann gedacht, boah, was machst du denn jetzt? Du musst ja irgendwas machen. Dann habe ich versucht, beim Tierheim anzurufen. Die hatten aber nur ein Band. Nö, das Tierheim ist nicht besetzt. Rufen Sie nochmal um 18 Uhr an oder sowas. Und nee, nein, tue ich jetzt nicht. Und dann habe ich bei der Polizei angerufen. Weil ich dachte, ey, okay, ne? Selbst wenn sie nicht gefunden ist, sagst du denen auf jeden Fall schon mal Bescheid. Falls die einen Hund finden, ist ja jetzt auch in dem Kaliber, ne, nicht, dass da, dass sie die irgendwie dann noch komisch einkassieren oder ein Jäger die kaputt schießt oder keine Ahnung. Dir geht alles durch den Kopf. Ja, und die Frau von der Polizei meinte so, ja, was ist denn das für ein Hund? Ich so, ja, ist ein Herdenschutzhund. Und die so, oh, okay, ne, ja, wie sieht denn die aus? Ich so, ja, 50 Kilo, pinkes Halsband, hat ein Geschirr an. Nö, die wurde noch nicht gefunden. Und dann meinte sie zu mir, ja, dann geben Sie mir doch mal kurz die Adresse, wo Sie jetzt sind und Handynummer. Und währenddessen hört man so aus dem hinteren Bereich, da irgendwie im Büro, hier hat einer angerufen wegen dem Hund von der Feuerwehr, ne? So, und dann kam diese Dame ans Telefon und meinte, ja, ne, rufen Sie mal bitte ganz kurz bei der Feuerwehr an, die haben da in der Nähe wohl einen Hund gefunden. Okay. So,
Ich aufgelegt, mich vorher noch bedankt, bei der Feuerwehr angerufen. Und die Feuerwehr, ja, ich gebe Ihnen jetzt mal die Adresse. Da ist ein Handwerksunternehmen, die haben ihren Hund gefunden. Wir, ne, da sind zwar jetzt schon Kollegen auf dem Weg, aber die können wir ja jetzt nochmal zurückpfeifen. Ne, gehen Sie da doch bitte mal hin. So, und dann wir ins Auto gesprungen und Luftlinie 800 Meter, im Endeffekt den Berg runter, war ein metallverarbeitender Betrieb. Mhm. Und ich komme dort an und wirklich richtig geil und so richtig starke Männer, ne? Sitzen alle gemeinsam, Arbeit unterbrochen, da war natürlich Produktivität null. Draußen um die Niki herum, auf dem Boden befindet sich eine Decke mit einem, die haben so ein Tau oder sowas, hatten sie dann an das Geschirr gemacht. Und der Hund wurde bombardiert mit Leckerchen. Ne? Und die hat sich natürlich gedacht, tippitoppi. Ne? Ja, auf jeden Fall war sie dann wieder da. Ich konnte sie wieder in die Arme schließen sozusagen. Hab mich dann natürlich da auch nochmal total herzlich bedankt und für vielleicht kommende Male auch direkt meine Telefonnummer da gelassen, falls sie da nochmal den Berg hinabläuft. Ja. Ne? Aber dann da weiß ich Bescheid. Jetzt Leckerchen. Ja. Sandra, Katastrophe. Ne? Ja. Aber was machst du dann? Was ist der beste Weg, wie reagierst du da? Ne? Für mich ist das jetzt auch, weil ich ja erst seit kurzem viel in Eisenach bin, ich kenne mich auch nicht aus. Mhm. Ne? Also du stehst irgendwo, wie im Urlaub sozusagen, hast keinen Plan, wo du bist und weißt auch geografisch gar nicht gut, der Wald geht so und so. Ja. Ne? Also, lost, du bist komplett lost. Ja. Ne? Ja, das ist echt scheiße. Ja. Aber gut, dass sie wieder da ist. Hast du denn noch so ein paar Hundetrainer-Tipps zum Schluss, was man tun kann? Ich habe darüber nachgedacht, ob wir das jetzt machen oder ob wir nicht eine lange Folge draus machen. Ja, das könnt ihr uns ja mal sagen, ob ihr eine lange Folge haben wollt. Oder nur ein paar Tipps in dem nächsten kurz gekläfft. Oder das, genau. Ja, gebt uns doch mal ein Feedback, ob wir euch beim hoffentlich nie auftretenden Suchlauf eures Hundes unterstützen sollen mit ein paar guten Tipps. Genau. In dem Sinne. Habt einen schönen Tag. Macht Idiot. Oder morgen. Bis Freitag. Tschö. Tschö.